Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Er ist kein Gott, der irgendwo im fernen Universum ist, den man nicht begegnen kann. Er ist kein Gott, bei dem wir etwas verdienen müssen, um ihm nahe zu sein. Sein Herz schlägt für uns und er wollte uns Menschen. Er wollte dich. Er hat dich geschaffen. Ich möchte heute mit euch die Frage erörtern, warum Christ werden? Habt ihr euch schon einmal überlegt in eurem Leben, warum ihr Christ geworden seid? Es gibt ja so viele Angebote und Möglichkeiten. Und wenn man Jesus noch nicht kennt, weiß man eigentlich gar nicht so recht, was man entscheiden soll. Aber es gibt wirklich Gründe, warum man Christ werden sollte. Warum bist du Christ geworden? Weil es auf deiner Lohnsteuerkarte steht? Weil es deine Eltern schon waren? Aus Tradition? Das darfst du dir selber beantworten. Wir haben einen Gott, der Menschen erschaffen hat und dem sie etwas bedeuten. Sein Herz schlägt für uns und er wollte uns Menschen. Er wollte dich. Er hat dich geschaffen. Und deshalb sind wir ihm nicht egal. Ein Gott, dem wir wichtig sind. In meinen Jugendjahren dachte ich, dass Christsein etwas für Großeltern ist. Inzwischen bin ich auch Großmutter, aber damals war ich noch Jugendlicher. Es gibt so viel anderes, was einen als junger Mensch beschäftigt. Meine Großeltern waren gläubig und ich dachte, es hat noch lange Zeit, bis das bei mir nötig wird. Und erst als meine Großeltern starben, hat mich das aufgerüttelt. Weil ich auch ein wunderbares Beispiel hatte an ihrem Leben. Und sie waren plötzlich nicht mehr da und haben nicht mehr für mich gebetet. Nichts anderes, was als Gott bezeichnet wird, hat jemals einen Menschen erschaffen, nur zerstört. Du bist von Gott geschaffen und gewollt. Du bist wertgeachtet und er kümmert sich um dich. Du kannst mit ihm reden. Und er schenkt dir seinen Frieden. Es gibt keinen anderen Gott, bei dem du Vergebung bekommst. Jede andere Religion fordert nur von dir. Und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 27, meinen Frieden gebe ich euch. Und in Johannes 15, Vers 26 lesen wir, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Wir bekommen etwas, und zwar etwas sehr Wertvolles, den Heiligen Geist und seinen Frieden. Ist das nicht wunderbar? In Matthäus 7, Vers 11 steht, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Wir haben einen Vater im Himmel. Und das Merkmal eines Vaters ist, dass er für seine Kinder sorgt. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Er lässt uns nicht im Stich. Wir werden Gutes erhalten, sagt uns die Bibel, dieser Bibelvers, weil wir ihm wichtig sind.
und wir können mit ihm reden. Er ist kein Gott, der irgendwo im fernen Universum ist, den man nicht begegnen kann. Wir können mit ihm reden. Er ist kein Gott, der uns unterdrückt. Er ist kein Gott, bei dem wir etwas verdienen müssen, um ihm nahe zu sein. Und er ist kein Gott, von dem man nicht weiß, was er im Sinn hat. Er hat uns sein Wort gegeben, auf das wir bauen können, wie auf einen Felsen. Er gibt unserem Leben Halt, wenn wir uns an ihm festhalten. Er hat uns sein Wort gegeben, dass, wenn wir ihn ernst nehmen, wir einmal bei ihm sein werden. Welcher Gott hat sein Leben für die Menschen gegeben? Welcher Gott hat die Möglichkeit gegeben, dass ein Mensch seine Schuld los wird? Welcher Gott reicht dir die Hand zur Hilfe, zum Trost, zur Hoffnung, zur Heilung, zur Vergebung und so weiter? Was haben wir doch für einen Schatz? Was mich aber am meisten bewegt hat, ist die Tatsache, dass Jesus dem Menschen, uns Menschen, einen Wert gibt. Einen Wert gegeben hat. Einen Wert in dem Sinne, dass Jesus sein Leben für dich und für mich gelassen hat. Dadurch hat dein Leben einen besonderen Wert bekommen. Du bist wertvoll. Er hätte es nicht tun brauchen. Er, der Gott im Himmel, der gar keinen eigennützigen Grund gehabt hätte, es für uns zu tun. Und er hat es für uns getan. Der Wert eines Menschen besteht in dem Opfertod von Jesus. Mehr kann man nicht bezahlen für dich und für mich. Meines Erachtens hat in keiner anderen Religion der Mensch einen Wert und eine Würde wie im Christentum. Als Jesus auf dieser Erde war, hat er jeden Menschen mit Würde und Ehre behandelt, auch seine Feinde. Und wenn wir an die Begebenheit denken, wo Petrus dem Soldaten ein Ohr abgeschlagen hat im Garten Gethsemane, und Jesus hat es ihm wieder geheilt. Seine Feinde wollten ihn gefangen nehmen und er hat ihnen Gutes getan. Welcher Gott, der ein Gott sein will, hat Liebe für seine Feinde? Wir waren schon öfter in Indien und haben mit eigenen Augen dort gesehen, wie wertlos manchmal Menschen dort behandelt werden. Niemand kümmert sich um Menschen, die keine Perspektive haben, die kein Auskommen haben, die keine Unterkunft haben, die auf der Straße sind oder was auch immer. Kinder, Babys, vor allem Mädchen, die auf Müllhalden weggeworfen werden, weil sie nur eine Last sind. Wir haben selber miterlebt, wie ein blinder Junge auf der Müllhalde gefunden wurde. Und folgendes Bild haben wir dort gemacht. Das ist Saiful. Er wurde auf dem Müllplatz gefunden und in die Blindenschule aufgenommen. Er hatte keine Muskeln mehr in den Beinen und konnte erst circa ein Jahr später wieder laufen. Jesus hatte immer Erbarmen mit den Menschen. Vor allem auch Blinden gegenüber. Wir haben einen Gott, der Menschen liebt. Einen Gott, mit dem wir reden können. Welcher Gott bezeichnet die Menschen als seine Freunde? Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde.
Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und in Jakobus 2, Vers 23, da heißt es: Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt: Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, und er wurde Freund Gottes genannt. Allein der Glaube an Jesus Christus macht uns zu einem Freund Gottes und indem wir nach seinen Weisungen leben. Jesus ist den Menschen nachgegangen, vor allem denen, die seine Hilfe brauchten. Das lesen wir in der ganzen Bibel. Die Liebe zu den Menschen kann man überall erkennen. Lieben, wertschätzen, vergeben, das hat Jesus gelebt und das sollen wir auch leben. Zum Beispiel auch in der Geschichte der Samariterin. Jesus zog durch Samarien und da traf er diese Frau. Und anstatt sie abzulehnen, spricht er sie an. Total ungewöhnlich zu dieser Zeit. Erstens spricht ein Rabbi nicht mit einer Frau und schon gar nicht mit einer Nichtjüdin, einer Samariterin. Jesus hat ein offenes Herz und offene Arme für jeden Menschen. Er lehnt keinen Menschen ab und er zeigte Wertschätzung dieser Frau gegenüber. Jesus schickte sie fort, um ihren Mann zu holen und konfrontierte sie dadurch mit ihrer Schuld. Sie hatte schon 5 Männer gehabt und lebte mit einem weiteren zusammen. Wie erstaunlich! Es gab keine Schuldzuweisung, keine Anklage und kein negatives Wort. Jesus zeigte Liebe und Verständnis für diese Frau. Diese Frau war so überwältigt und perplex, dass sie alles liegen und stehen ließ und in die Stadt rannte und allen erzählte, was sie erlebt hatte. Lieben, wertschätzen, vergeben. Das hat diese Frau erfahren. Diese Wertschätzung, die Jesus für Menschen hat, hat ihm die Türe geöffnet in dieser Stadt. Johannes 4, Vers 39 bis 42. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn um des Wortes der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau: Wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Die Menschen haben es erlebt. Und auch wir erleben das, dass Jesus mit uns ist und dass er uns hilft. Statt Menschen zu verurteilen, hat er sie respektiert und Barmherzigkeit gezeigt. Sie haben ihm zugehört und ihm vertraut. Jesus respektiert auch dich. Du hast seine Wertschätzung. Du bist ihm nicht egal und er kümmert sich um dich, wenn du es willst. Matthäus 7, Vers 7 und 8. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Was für ein Angebot eines Gottes an die Menschen. Wir dürfen bitten, wir dürfen mit ihm reden und er hört. Wir werden nicht umsonst bitten, wir werden nicht umsonst anklopfen
Und wir werden auch nicht umsonst suchen. Bei einer anderen Begebenheit zeigte Jesus ebenfalls, dass Menschen ihm wichtig sind. Egal, wer du bist ihm wichtig. Lukas 7, Vers 36 bis 38. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möchte. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch liege, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Die Pharisäer ließ das völlig kalt, dass diese Frau weinte und offensichtlich von Herzen berührt war. Nachdem die religiösen Führer nur Fehler suchten, war das Verhalten von Jesus extrem anders. Vers 39. Als aber der Pharisäer, der ihn geladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Für die Pharisäer war es nur wichtig, dass diese Person eine Sünderin war. Und aus diesem Verhalten kann man Abneigung und Verurteilung herauslesen. Jesus dagegen reagiert extrem anders. Siehst du diese Frau, sagt Jesus in Vers 44 zu dem Pharisäer, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Und Vers 50, er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Wieder diese Wertschätzung, die Jesus für jeden Menschen hat. Keine Verurteilung. Auch du bist nicht verurteilt, du bist wertgeschätzt. Schau nicht auf die Menschen, die dir deine Schuld nachtragen und dich verurteilen. Komm zu Jesus, er hat offene Arme für dich. Wo sonst gibt es einen Gott, der dich bedingungslos liebt? Jesaja 53, Vers 4 und 5. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das beinhaltet das ganze Erlösungswerk. Deine Leiden, egal was es ist, körperlich oder seelisch, er hat sie getragen. Und deine Schmerzen, er hat sie auf sich genommen. Er hat die ganze Strafe ertragen für unsere Sünden, für deine und für meine. Und dadurch ist uns Heilung geworden. Ist das nicht großartig? Es ist uns Heilung geworden. Jesus hat es vorgemacht, als er auf dieser Erde war, und es ist auch heute noch so. Er hat alle geheilt, die zu ihm kamen. Und wir lesen dort öfter, und er heilte sie alle.
Jesus hat nicht die ganze Welt geheilt, sondern diejenigen, die da waren, die bei ihm waren, die um ihn herum waren. Diejenigen, die kamen, die suchten und die ihn hören wollten. Sei einfach da, wo er ist. Sei einfach in seiner Nähe. Vertraue ihm deine Sorgen und Nöte an. Und ich möchte noch ein paar Menschen zu Wort kommen lassen, die Gottes Hilfe in ihrem Leben erfahren haben. Eine Frau aus der Mitte Deutschlands schreibt uns, wie Gott Menschen lenkt. Sie schreibt: Danke für euer Gebet. Jesus sagte, und ehe sie riefen, antwortete ich: Meine gestern so hasserfüllte Mutter hat sich heute unter Tränen bei mir entschuldigt. Der Herr hat meine Not gesehen und mächtig eingegriffen. Ich kann Jesus nur loben und preisen. Ihm geben wir die Ehre. Ist das nicht wunderbar? Jesus verändert Menschen und Menschenherzen und er sieht unsere Not. Er sieht auch deine Not, wenn du mit irgendetwas herumkämpfst, wo du nicht fertig wirst. Er lenkt Menschenherzen wie Wasserbäche und er sieht auch deine Not. Eine Mutter aus den neuen Bundesländern hat um Gebet für ihren Sohn geschrieben. Folgendes geschah. Sie schreibt: Ich hatte mich vor 2 Wochen an euch um Gebetsunterstützung für meinen Sohn gewandt. Was soll ich sagen? Er ist von seiner Sprechatmung und seinem Stottern befreit. Vielen Dank an euch und danke an Gott und Jesus für dieses Wunder. Das ist wirklich ein Wunder. Was für eine Wendung im Leben eines Kindes, wenn man nicht mehr stottern muss. Gott erhört Gebet. Und eine Mutter hat erlebt, wie Gott ihren Sohn aus schwersten Süchten befreit hat. Ich möchte euch schreiben, weil es meinem Sohn, der schwerstsüchtig war, so gut geht. Seit Jahren war er von Ärzten und Menschen aufgegeben. Es waren über 20 grauenvolle Jahre. Seit einem halben Jahr ist er frei von den Drogen, einschließlich Alkohol. Die Ärzte sagen, es ist ein Wunder, dass sein Kopf keinen Schaden genommen hat. Er kann glasklar denken. Wenn die Therapie beendet ist, will ihn sein Chef, der ihn vor 10 Jahren entlassen hat, wieder nehmen. Danke für eure Gebete und euren Dienst. Jesus gibt niemand auf. Und er tut Wunder. Was für eine wunderbare Gebetserhörung. Es lohnt sich, dran zu bleiben und es lohnt sich, nicht aufzugeben. Vielleicht bist du auch schon längere Zeit an einem Gebetsanliegen, aber gib nicht auf. Gottes Pläne werden in Erfüllung gehen und er hat dich nicht vergessen. Statt Abschied ein Wunder. Eine Frau aus dem Norden Deutschlands schreibt uns Folgendes. Vor langer Zeit bat ich um Gebet für meine 85-jährige Mutter, die schon sehr lange bettlägerig war und an Altersdepressionen litt. Sie konnte eigentlich gar nichts mehr. Sie bekam 8 verschiedene Medikamente und man sagte mir, ich solle mich schon mal auf den Abschied vorbereiten. Es geschah stattdessen ein großes Wunder. Meine Mutter stand zum großen Erstaunen der Familie wieder auf, verließ das Haus und ging spazieren. Erst einmal und dann 2-mal am Tag. Sie begann wieder zu kochen und schrieb mir Briefe. Die Medikamente wurden reduziert und sie macht sogar schon Pläne für das nächste Jahr. Niemand hätte so etwas für möglich gehalten. Unserem Herrn Jesus Christus gebührt alle Ehre. Ich danke unserem großen Gott und euch für euren Dienst. Gott tut Wunder, auch heute noch. Ein Gott, der dich erschaffen hat, kann dich auch reparieren. Glaubst du das? Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk haben wir mit Jesus Christus, wenn wir ihn als Herrn in unserem Leben annehmen.
Wenn du Hilfe brauchst oder Frieden oder Veränderung, dann wende dich an Jesus Christus. Dort erhältst du Liebe, Wertschätzung und Vergebung. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich, wenn du Nöte oder Sorgen hast. Und wir bringen es gemeinsam mit dir zu Jesus. Amen. Unser Geschenk an Sie. Alle Sendungen dieses Monats auf einer DVD. Inklusive der Sendung von heute. Melden Sie sich telefonisch oder online und wir schicken Ihnen die DVD Ende des Monats kostenlos zu. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.